So, da sind wir wieder, Mission 7. Und wir haben jetzt die Fäuste bekommen. Dann müssten wir ja theoretisch, aber auch bloß theoretisch. Aussehen Vorteile, er muss doch irgendwas. Ja, Steam Store. Ja, Steam. Nein, nee, sowas kaufe ich nicht, das ist klar. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen in den Laden um, da ich jetzt eine Mission neu machen musste, und zwar Mission 5. Werde ich jetzt, habe jetzt ein paar Verbesserungsleisten mehr gekriegt. Oh, wir haben ja gleich sowas bekommen. Das nehmen wir gleich. Wie gesagt, ich will erstmal alle Fähigkeiten haben. Sowas. Und also ich würde jetzt erstmal gerne lieber die Fäuste nutzen wollen. Wobei das natürlich bei dem hier, dem erhöhten Schaden, auch geiler ist. Das nehmen wir auch. Das ist Quatsch. Ich will mir gerne wissen, was das Unbekannte da unten ist. Na, Regensturmbrück auch nicht. Ja, das ist doch geil. Ach, wir haben ja noch einen. Gut. Gegenstände. Das reicht noch, um jetzt noch ein Gesundheitskreuz. Und genug gelabert. Wir fangen an. Ja, wir treffen dich dort. Gut, bis dann, Virgil. Ihr steht euch recht nah. Woher kennt ihr euch? Ist das wichtig? Ich würde gern wissen, an wessen Seite ich mein Leben riskiere. Also, er ist mein Bruder und versucht, die Welt zu retten. Was ist mit dir? Hör zu. Ich bat dich nie um Hilfe und du warst trotzdem für mich da. Das bedeutet mir viel. Ich vertraue dir. Du kannst mir auch vertrauen. Er hat mich gerettet. Ich war in einer Pflegefamilie. Mein Ziehvater war ein Dämon. Er ist fast jede Nacht auf mich losgegangen. Ich musste weg. Die Albträume. Keine Sorge. Ich habe nichts gespürt. Physisch konnte ich nicht entkommen, also fand ich einen anderen Weg. Ich bin als Geist ziellos im Limbus umhergewandert. Dort fand ich Virgil. Er hörte meinen Hilferuf. Er hat mir geholfen, mit meinen Dämonen fertig zu werden. Denen in mir und denen um mich herum. Ich habe den Mistkerl getötet. Jetzt will ich den Rest aus dem Weg räumen. Du wirst doch bis zum Ende bei uns bleiben, oder? Verlass dich drauf. Gut gemacht. Der Succubus ist tot. Das hat Mundos Aufmerksamkeit geweckt. Jetzt kommt der zweite Schlag. Wir zerstören sein Überwachungsnetzwerk. Der Raptor News Tower. Von dort hat Mundus das Monopol über die Medien der Welt. Nachrichten, Werbung, Unterhaltung. Gedankenkontrolle. Ja. Und Überwachung. Sie bespitzeln die Bevölkerung mit all ihren Satelliten, Verbindungspunkten und Überwachungskameras. Ja, das habe ich schon bemerkt. Also, was tun wir? Ed? Das Raptor News Network wird von einem Dämon geleitet. Bob Barbas. Bob Barbas ist ein Dämon? Also ist er nicht nur ein hirnloser Arsch. Und er steckt in dem Turm? Nicht der Turm. Der dort. Was? Im Limbus ist das keine Spiegelung. Es ist der echte Turm. Es ist ein Gefängnis, in dem Barbas grausam regiert. Dort gibt's keine Gnade und kein Entkommen.
Bereite das Tor vor. Pat kann dir dorthin nicht folgen. Du bist auf dich allein gestellt. Allein ist okay. Sie hat schon genug getan. Aber dafür gibt's da keine Kameras. Gut. Dante, wir wissen nicht viel über diesen Dämon. Ich bin sicher, es ist ein ganz lieber. Wie die anderen auch. Endlich verstehe ich, warum deine Welt auf dem Kopf zu stehen scheint. Oh Mann. Okay, dann geht's mal los hier. Das Intro war nun nicht so lange. Ah. Okay, jetzt haben wir da dieses... Da kommen wir auch an diese scheiß Wand ran, endlich. Krasse Scheiße. Also die Faust gefällt mir. Also langsam komme ich auch mit den Knöpfen klar. Ha, na sehr schön, dann zeig mal, was du kannst hier. Alter! Die ziehen ganz schön die Dinger. Bam, Junge! Ah, scheiße! Alter! Bam, bam, Junge! Ey, die Fäuste fetzen ja mal richtig. Was geht denn jetzt ab? Achso. Bam! Bam, bam, Alter, das fetzt da richtig. Autsch. Zack, Junge. Jawoll. Ach komm, wir kämpfen auch mal wieder normal. Alles klar, mit dem Steuerkreuz können wir jetzt wechseln. Denn? Jawoll. Das versuchen wir mal. Okay, das ist nicht so einfach. Ha, sehr schön. Aua. Nicht spielen. Okay, das versuchen wir nicht. Hm? Kann ich nach oben gucken? Da ist das Wasser. Aber sieht auch geil aus, mal wieder. Klasse. Selbst im Limbus gibt's nichts nass.
Nie gedacht, dass ich hier ins Gefängnis einbrechen würde. So, links oder rechts? Links. Bam. Und den noch rausziehen. Hier hinten hin. Wow. Aha. Versuchen wir es doch mal. Ich bin Bob. Du hast Verbrechen gegen den Heiligen Orden der Dämonen begangen. Mundus hat dir der Seher geschrieben, damit du verrichtest Gottes Werk, was, Bob? Zum Schub hinauf. Was geht denn jetzt ab? Achso. Verdammt! Das ist jetzt auch geil. Ich verrichte Gottes Werk. Hä? Das waren zwei, ja. Muss das twittern, da. Aber wir haben auch noch gar nichts gefunden. Okay, der Turm. Alles wieder nach Plan. Was ist das denn? Wo du auch bist, komm sofort hier raus. Brauchen wir eigentlich noch nichts. Kleine Lebensstände haben wir noch genug. Arme Schweine. Bam, Junge! Aua! Zack, zack, Junge! Zack, jawoll! Ha, so langsam kriegst du alles raus. Ach, aua. Haben wir? Ne, haben wir noch nicht. Haha, eingefroren. Aber wir machen viel zu wenig mit Rebellion. Wir machen viel zu wenig mit Rebellion. Aua. Zack, zack. Jawolla. So. Wo geht's jetzt hier lang? Ey. Ah, wie gesagt, neu gekriegt. Geh schon, verschwinde! Was ist denn das? Ist das eine Rattenaffe oder? Da. Oh, super. Hier kommt Mami. Aua.
Oh! Wo kommen die denn jetzt her? Jetzt wird Papa büte. Savage. Haben wir überhaupt jeweils schon mal einen SS-Rang hinbekommen? Ich weiß das gar nicht so genau. So. Ah. Na, wenigstens ein. Ey, 40 Stück gibt es? Boah. Ah, die Fäuste fetzen. Deine Verbrechen gegen die Dämonen haben dich hierher gebracht. In der Umerziehung liegt deine Erlösung. Ach ja, jetzt müssen wir da hoch. Ist ja alles kein Ding. Bam! Oh, Alter, voll Schild weggekloppt. Ach, komm schon. Jawohl. Du musst von allen Gedanken gereinigt werden und dich deinem glorreichen Gott und Meister Mundus fügen. Scheiß mach ich. Aua, der war fast knapp. Moment, da oben war was. Da oben, oder? Da oben ist was. Nicht da war was, da ist was. Er denkt jetzt Segne, oder was? Deine Gedanken werden kontrolliert. Jegliche unerlaubte Gedankenmuster können mit dem Tod bestraft werden. So. Geht's ab, Lars? Hä? Ups. Klasse. Und nochmal. Ah. Ja, komm schon. Ey, Viecher sind aber auch schnell. Alter. Ah ja, bitte gleichzeitig bearbeiten, das bringt es. So, das Tor. Wir hätten noch einen Schlüssel. Ach nee. Wir sind eh schon bei 18 Minuten. Ich hoffe, dass das gleich jetzt zu Ende ist. Wir brauchen nichts. Was? Nee. Oh. Als ob ich den nicht sehen würde. Schlüssel. Also geht's garantiert weiter. Ich bin natürlich zu... Ah! Gleich habe ich dich, Bob. Zerstören. Wie geil ist das denn? Verdammt, was ist denn da los?
Jetzt schaffe ich es so, da brauche ich diesen scheiß Schwung hier. Okay, jetzt brauche ich ihn aber. Was hat der denn für eine Stimme? Oh Gott. Aua. Was? Hier geblieben. Ja, bitte. Hier ist ja nichts mehr. Doch. Aua. Na komm her hier. Na. Irgendwann habe ich ihn. Ich weiß, dass du da bist. Ich kann dich spüren. Wer ist es? Ich werde dich aufschlitzen. Leg den Stock hin. Ich werde dir nichts tun. Außer du gibst mir einen Grund. Bist du auch ein Gefangener von Mundus? Nein. Ich komme von oben. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Turm gelange? Zum Turm? Warum? Ich will den Dämon töten, der hier das Sagen hat. Wirst du mir helfen? Ihn töten? Ja, ich werde dir helfen, wenn du mir zuerst hilfst. Na, erzähl schon. Ein offenes Ende, oh mein Gott. Tja, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ha, ach ja, das ist ja wie in den alten Animes. Wie bei Dragon Ball Z. Wo sie 2 Stunden lang stehen und dann sie in der dritten Folge endlich kämpfen und das sieht man erst. Ja, jetzt kämpfen sie endlich und... Ach ja, das waren noch Zeiten. Gut, Rang S. Wir machen das wieder hier voll souverän, Junge. Aber Fortschritt. Das ist wie in den anderen Teilen. Das ist... Ja. Also ich meine, ein Tor haben wir gefunden, aber wo der dann ein Schlüssel sein soll, beziehungsweise die anderen Seelen. Keine Ahnung. Echt nicht. Gut, jetzt haben wir schon über 22 Minuten hier, über 22 Minuten. Ja gut, das war's auch mit dieser Folge. Schaltet doch nächste Woche, wollte ich gerade sagen. Schaltet doch morgen wieder ein, 18:30 zu Devil May Cry. Also, bis bald.